Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem VW-V-W3 Rudergerät für zu Hause. Wir haben hier ein Rudergerät, welches in einer hochwertigen Holzkonstruktion daherkommt. Es hat auch Bluetooth mit am Start. Das heißt, wir haben hier klassische Bauelemente, sehr stabil, sehr formschön. Aber auch zusätzlich haben wir Bluetooth am Start. Das heißt, wir können mit dieser Bluetooth-Funktion Ruder-Apps oder Sport-Activity-Apps, die mit Bluetooth und eurem Smartphone kompatibel sind, zum Beispiel, oder Pad, dies dann auf die Halterung des Tablet- oder Smartphone-Halterungssystems dieses Rowing Machine installieren, dann pairen und dann rudern wir, als wären wir echt in der Wildnis als Beispiel. Da gibt es viele unterschiedliche coole Features, die ihr nutzen könnt bei Drittanbietern, die euch dort die Langeweile eventuell beim Rudern oder die Qual beim Rudern, wenn ihr richtig im Workout seid, etwas erleichtern, weil ihr dann auch noch etwas mehr fürs Auge habt während des Ruderns. Das geht natürlich auch ganz normal, Flatscreen oder Tablet, dabei Podcast gucken, alles möglich. Es ist einfach zusammenklappbar, das heißt also, wir haben hier die Möglichkeit, es nicht nur zeitsparend, aber auch platzsparend wegzustauen, wenn wir es doch mal nicht benutzen wollen für ein paar Tage, denn man soll schon dranbleiben, nicht wahr? Wir können 1,2 Meter klein sein oder bis zu 2 Meter groß, um diese Maschine vernünftig zu nutzen. Das heißt also, eine große Möglichkeit der Benutzergröße ist gegeben. Und wir können auch etwas schwerer sein, wenn wir es benutzen wollen. Durch die stabile Holzkonstruktion ist hier die Belastungsgrenze bei 175 Kilogramm gesetzt. Das ist sportlich. Wir haben hier nämlich, und das geht ja nur deshalb, eine hochwertige Holzkonstruktion, nämlich das VW-V-W3 Wasserwiderstandsrudergerät ist aus hochwertigem Holzstruktur gefertigt worden. Ästhetisch natürlich ansprechend und äußerst robust und langlebig dadurch. Der Hauptrahmen verfügt über abgerundete Kanten und Ecken, ist angenehm glatt im Griff und verletzt dadurch natürlich, wenn wir mal drüber gleiten sollen, unsere Gliedmaßen, Hände etc. nicht. Sehr schön konstruiert. Wir haben hier nämlich echtes Massivholz, welches 28 mm dick ist. Die maximale Belastbarkeit liegt bei 175 Kilogramm. Für Benutzer verschiedenster Gewichtsklassen und Größen, daher ist es geeignet für ein stabiles Rudererlebnis. Das ist aber auch in dieser Preisklasse, wo sich diese Rowing Machine befindet, setze ich das voraus und das ist natürlich hier gegeben. Für die ganze Familie ist es natürlich geeignet, stabil und langlebig. Denn das Rudergerät aus Holz ist mit einem anpassungsfähigen Wasserwiderstand ausgestattet und eignet sich für die Nutzung der ganzen Fam. Also ihr könnt da, wenn ihr eine kleine Schwäche seht, könnt ihr rudern, wenn ihr weniger Wasserstand drin habt. Ihr könnt aber auch, wenn ihr richtig die harte Sau seid, ne? Könnt ihr richtig ran da, ne? Krasse Widerstand, wenn ihr es richtig voll macht, bis zur Maximallinie füllen würdet. Und natürlich ist durch das wasserbasierte Rudern das so, je härter ihr zieht, je mehr Widerstand wird generiert. Das heißt also, selbst in hohen Einstellungen ist es möglich, dort einen nicht so starken Ruderer ein Erlebnis zu bieten. Sehr sinnvoll, das ist nämlich der Vorteil von Wasserrudergeräten. Ihr könnt dort individueller euren Trainingsworkout durchziehen. Der Polycarbonat-Wassertank und die Ruder da drin sind aus gehärteten Nylon-Glasfaser. Sie bieten eine ausgezeichnete Druck- und Korrosionsbeständigkeit, die eine langfristige Nutzung ohne Verformung und hohe Haltbarkeit dadurch gewährleistet. Das Ding ist also dafür da, dass es bei euch 5, 10, 15, 20 Jahre in Benutzung bleiben kann. Langfristig, Leute. Hier ist nicht ein Wegwerfprodukt, was sozusagen nach einem Jahr oder zwei schon die Grätsche macht. Nee, nee, nee. Der Abstand zwischen dem Ende der Schiene mit den Fußstützen beträgt bis zu 120 cm und ist daher für Personen mit einer Körpergröße von 1,2 Meter bis 2 Meter sehr gut geeignet. Und der Vorteil von einem Wasserrudergerät wie dieses hier ist, es ist ein ruhiges und komfortables Design des Geräts.
Ergonomische Rundrohrgriffe und Polyurethan-Sitzkissen bieten ultimativen Halt und eine bequeme Sitzposition und Sitzgefühl. Es passt sich nämlich den menschlichen Körperkurven an und entlastet den Druck, der durch lange Workouts entstehen kann. Leise entworfene Sitzrollen, umwickelte U-förmige Schienen und simuliert zweiteiliges Paddle sorgt für geringe Geräusche und hohe Stabilität während des Workouts und schaffen eine ruhige Trainingsumgebung für alle. Das heißt also, der Mutti kann neben euch ruhig die Talkshow gucken. Ihr könnt trotzdem euer Workout durchziehen. Yeah! Der übergroße Tablethalter für Mobiltelefone und zum Beispiel fürs iPad kann in der Höhe verstellt werden, um Trainingsvideos und Live-Action-Videos anzusehen, die den Spaß und den Fun während des Trainings natürlich erhöhen kann. Durch die App Real Life Rudern zum Beispiel simulieren wir reale Wasserströmungen, Änderungen, fühlen sich dann immersiv mehr krass in der Erfahrung des Outdoor-Ruderns an, was wir im Training dann hier implizieren können. Also das ist smarte Technik in unserem Workout-System. Und umfassende und effiziente Fettverbrennung ist möglich. Denn das Fovit WV3 Rudergerät ist nicht nur ein Fettverbrennungsgerät, sondern kann auch mehr als 80% unserer Muskelgruppe im ganzen Körper trainieren. Das ist nämlich der Vorteil vom Rudern. Durch die Kombination von aeroben und anaeroben Training verbessert dieses Rudergerät umfassend die Vitalität, die Koordination und die Explosivkraft unserer Muskulatur und erzielt einen effizienten Fettverbrennungs- und Formeffekt für unseren Körper. Breites Anwendungsspektrum ist aber natürlich vorprogrammiert, geeignet für die ganze Fam, obwohl Kinder, Eltern oder die Grannies, die können ein gesundes Leben genießen, da dieses Rudergerät da sein kann. Und wir haben präzise Daten in Echtzeit, überwacht, wenn wir wollen. Denn es ist ausgestattet mit einem elektronischen Hightech-Messgerät. Es zeigt es Schlüsseldaten wie Schlagfrequenz, Leistung, Kalorienverbrauch und die Trainingsdauer in Echtzeit an und hilft uns, die Wirkung des Trainings umfassend zu überwachen. Die Festlegung klarer Trainingsziele verbessert die Trainingseffizienz und macht jedes Training effektiver, was wir uns vornehmen. Aber es ist auch bequem, bewegt und schnell aufgeballert. Denn ausgestattet mit praktischen beweglichen Rädern ist es leicht zu bewegen und leise und verschleißfest, egal wo es zu Hause gerudert wird. Der Hauptrahmen ist so konzipiert, dass er sich schnell zusammenfalten lässt, ohne dass eine komplizierte Installation erforderlich ist. 98% der Teile sind vorinstalliert. Wir müssen nur 3 Teile zusammenschrauben, aber das dann detailliert in einem Installationsvideo auf meinem Kanal. Deshalb schaut es euch an und es ist dann leicht zu heben und dann zusammenzufalten. Kompakt und wird auch nicht kippen, denn es ist stabil konstruiert, sodass wir unser Training überall und jederzeit durchführen können. Das ist sehr sinnvoll, wenn zum Beispiel doch mal der Platz rar ist und die Mutti doch mal gerne nachmittags eine alleine Runde vom Fernseher hängen möchte, aber ihr rudert dann davor weg, könnt ihr es euch nehmen, rudert ins nächste Zimmer, also sprich nicht rudern da schon, sondern fahrt ins nächste Zimmer mit dem Ding und rudert dann im anderen Zimmer, zum Beispiel im Esszimmer oder so. Oder draußen, auch sehr schön im Sommer, Herbst und Winter und im Frühling auch. Oh, dieses Ding ist nicht nur formschön. Nee, es macht auch einen guten Job. Und es kommt von VW Witt. Die Reise begann mit einem einfachen, aber tiefgreifenden Glauben. Wahre Stärke ist nicht nur Muckis oder Ausdauer, sondern die unterschiedliche Hingabe an sich selbst. Jedes Produkt, das VOWVIT herstellt, verkörpert Hingabe und Selbsterkenntnis. Mehr als eine Marke sind die unser Begleiter auf dem Weg zur Größe. Ob erfahren oder neu im Geschäft, also im Rudergeschäft oder im Workout-Geschäft. VOWVIT führt, unterstützt und inspiriert uns Tag für Tag und hilft uns dadurch, ein besseres Leben zu führen. Und das heißt, Forest for All Forever zertifiziert, also FSC zertifiziert, heißt also, dass dieser Holzrahmen auch
aus gutem Holz hergestellt worden ist und nicht irgendwie bösen Holz, was irgendwo abgeschleppt worden ist. Das ist nice. Das ist das VOWVIT oder VWIT VW3-Rudergerät für zu Hause. Das krasse VWIT-Freundchen hier kommt in einer akkuraten Größe. Es hat aber ein Mensch angeliefert und ich konnte es selber, ich Schwächling, konnte es selber hier auf diesen Tisch heben. Es ist super eingepackt, wie ihr sehen könnt. Hier waren nur solche Verpackungsstreifen noch drum, die habe ich abgemacht. Und jetzt gucken wir uns an, wie und was alles da drin ist. Ich würde vorschlagen, hier sind Rudergeräte drin. Huh? Und zwar ein echt nices. Packen wir es aus. So, wir gucken uns rein und ziehen uns dann ran, was alles dabei ist und wie es zu uns kommt. Denn es kann ja sein, dass das Millionen Einzelteile ist. Das glaube ich aber nicht, denn VOWIT macht dort eigentlich schon einen smarten Job. So, gucken wir uns an, wie es aussieht. Erstmal, so sieht es aus da drin. Sieht sehr gut verpackt aus. Boah, wir hören schon auf Holzklopfen. Pass auf, vergleich das. Klock, klock, klock. So, ziehen wir uns rein. Wie kriegen wir das auf? Wie kriegen wir das raus? Ich schneide mal hier so ein bisschen rum, dass wir mal gucken, dass ich mich hier reinbaue. Okay, erstmal Kunststoff. Fort. Aufschnibbeln hier. Was haben wir denn hier? Boah, ich weiß gar nicht, wo wir hier anfangen sollen. So, hier. Okay, fangen wir erstmal beim Griffler an. Wenn ihr ein Messer benutzt, immer aufpassen. Ihr wollt nicht euer schönes neues Gerät anschnibbeln. Hier ist der Griff, der Rudergriff, der hier über ein Band hin und her gezogen werden kann. Und wir rutschen dann mit dem Pfötchen vor und zurück. Boah. So, Seitenkunststoff. Bei so einem Gerät könnte man hier auf Papier gehen, richtig. Das war aber schwierig, denn es ist jetzt nicht günstig, deshalb sollte es auch vernünftig eingepackt sein. Ja, da kann man sich jetzt streiten, ob man dort sagt, man kann ja auch solchen Kunststoff recyceln, indem wir ihn mindestens in den gelben Sack ballern. Ne? So. Ich glüff, das ist alles in einem. Schon kaputt. Hier kriegt man drauf. So. Hier ist der Tablet-Halter. So, hier haben wir den Tablettehalter. Da können wir natürlich ein Kuchentablett zum Beispiel draufstellen, um während des Workouts immer ein bisschen Leckereien dabei zu haben. Ist möglich. Ganz sinnvoll ist es aber nicht, weil wir wollen ja Fett verbrennen. Ne? Also könnte dann hier doch vielleicht eine Platzierung unseres Tablets, Buches, Smartphones etc. besser sein. So, vernünftig konstruiert ist es natürlich. Wir haben hier auch schon Holzkomponente, also das Stück ist Holz, das ist Eisen, also kein Plastikgedrisse, sehr schön. Okay, weiter geht's. So, was haben wir denn hier? Ein Sitz. Ich schneide das mal an den Seiten auf. Um hier mal ein bisschen Möglichkeit zu geben, dass wir uns anschauen, wie und was hier alles zusammenkommt. So. Also das ist packtechnisch akkurat hingeballert. Das hat also ein Designer richtig toll gemacht, so kompakt wie möglich zu bauen, aber dabei trotzdem den höchsten Maß an Schutz des Artikel zu gewährleisten. So. Hier sind die Pöterformen. Das heißt also, hier kann unser Popo drauf bleiben. Da ist ein kleiner Pfeil. Das heißt, dort ist vorne. Das seht ihr aber auch schon an den Aussparungen hier vorne für unsere Schenkel und hier hinten für die Abgasleitwerk nach hinten raus. Denn wir können ja immer einen Boost einschalten während des Workouts. So, was haben wir hier? Wir haben doppelgelagerte Rollen. Die sind mit Kugellagern gelagert, und zwar beide. Einmal die,
Die horizontalen und die vertikalen Rollen sind kugelgelagert, das heißt ganz ruhiger Lauf während des Workouts. Auch hier, der Sitz ist aus Holz, die Konstruktion drunter ist aus Holz. Oben drauf haben wir einen Schaumstoff, ja, ein Schaumstoff wird das sein, mit einer schweißabhaltenden Oberfläche, damit das nicht durchsackt. Denn beim Rudern, da kommt schon ein bisschen Schweiß dann. Wird euch schon ein bisschen warm, ne? Weil Rudern ist ein wirklich guter Sport, der euch wirklich viel abverlangt, ne? Also das ist schon, ja, das ist schon hart manchmal, sage ich euch. Aber es ist wundervoll für die Gesundheit, denn ihr werdet ganz viele Muskulaturgruppen dadurch anspornen, sich dort etwas zu vergrößern. Und dies ist ja unsere Intention hinter einem Workout, dass wir uns fitter und gesünder dadurch machen. Und das ist beim Rudern sehr gut gewährleistet. So, ich öffne das jetzt mal ein bisschen anders hier, damit wir das Ding da auch mal vernünftig rauskriegen können. So. Zack. Zack. Der Hersteller sagt, das ist irgendwie 80-90 Millionen % vorinstalliert. Und das bestätige ich jetzt hier. Wir haben also einen großen Body hier am Start. Wir haben eine Pumpe dabei. Die Pumpe ist dafür da, um Wasser hinein und auch wieder hinaus zu pumpen. Nebenbei, ihr könnt damit auch Kraftstoffe pumpen, wenn es mal zum Notfall kommen sollte. Also die könnt ihr auch zweckentfremden. Aber die ist natürlich primär nur fürs Wasser gedacht. Ne? Wasser, Wasser. Hier in den Tank kommt Wasser rein. Das ist der Widerstand dann. So. Boah. So. Garantiezeugs. Rowing Machine Informations User Manual auf Deutsch, Englisch und den gängigen anderen Sprachen. Das sieht mir aus wie Französisch, Spanisch und Italienisch wahrscheinlich. So, ist in Farbe nicht gegeben, aber brauchbar nicht unbedingt. Wir haben hier also eine schwarz-weiß Bedienungsanleitung, auch eine Erklärung, wie das Display dann funktioniert. So, dann haben wir hier eine Ablage. Die Ablage ist dafür da, um das dann abzulegen, wenn es nicht in Gebrauch ist. Dann haben wir hier Tabletten. Die sind nicht zum Einnehmen da, die sind dafür da. Das ist so wie Chlortabletten, ist das zu sehen. Das sind also Tabletten, die das Wasser im Wassertank, den ihr hier seht, länger fresh halten. Denn sonst würdet ihr ja irgendwann da ein Aquarium drin haben mit Grünspan oder so. Denn Fische solltet ihr da besser nicht drin halten, die sind da nicht so gesund unterwegs. Galvanische Zellen 2 Stück und 2 Schraubfreunde. Das heißt aber auch, die Firma hat das sehr smart gelöst, die haben die Schrauben schon vormontiert. Das heißt, die sind hier schon reingeschraubt als Beispiel. Die holen wir dann nur raus und wissen genau, welche Schrauben wo wieder hingehören. Das haben sie sehr gut gemacht. Das ist echt eine tolle Sache. Dann haben wir hier den Body von unserem Gerät. Das heißt also, ich hole das jetzt mal da raus. Hoch damit und raus. Boah. Das Gerät selber ist nicht so schwer. Es wird natürlich etwas schwerer werden, wenn wir später dort natürlich dann das Wasser ein. Seht den Body also jetzt sehr gut vor euch. Okay, so schnibbeln, dass ihr weg vom Gerät seid, damit es keine Kratzer gibt. Den Kratzer bei so einer schönen Holzkonstruktion wäre echt fatal. Das wäre echt schade. So, andere Seite löse ich jetzt auch noch. Ihr könnt alternativ zu einem Messer bei den Kabelstrapsen auch hingehen und benutzt eine Zange. So, was haben wir noch hier am Start? So. Hier ist ein Haltefreund, dass das nicht wegrutscht. Ne? Denn hier seht ihr, ist nämlich ein Widerstand, der das festhält. Sehr schön. Ne? Der lässt das nicht reinrutschen, das ist sinnvoll. Hier kommt die Halterung drauf. Hier kommt unser Flat-Halterung. Hier kommen unsere Füßchen dran. Dann haben wir hier die Möglichkeit, den Computer einzustellen. Der ist hier untergebracht, in der Mitte. Und hier ist natürlich der Wassertank. Der Wassertank wird hierüber befüllt, hat eine Maximal- und Minimalauflagefläche und kann demzufolge dann dort die Härte, den Widerstand eingestellt kriegen.
Aber durch mehr Zug könnt ihr den Widerstand selber erhöhen, was euch natürlich dann bei einem Workout sehr flexibel macht. So, hier ist noch sowas Umwickeltes. Das müssen wir auch noch abwickeln. So. Wickel, wickel. Das ist jetzt einmal hier drum. Da müssen wir uns noch durchwickeln, durchfummeln. Das ist hier um die Dichtvorrichtung des Systems gewickelt. Das kann man noch entfernen. Und Display ab. So, und dann haben wir alle Komponenten schon hier. Das ist zum... Und dann haben wir hier den Halter. Der Halter noch. So. Und das Coole ist, das ist klappbar. Das heißt, wenn ich das aufklappe, seht ihr das? Der untere Bereich hier, ne, den kann man aufeinander ziehen. Wir haben hier, hier was zum Bewegen. Und dieser untere Bereich ist klappbar mit einem Scharnier hier hinten, mit einem richtig massiven Scharnier. Und so können wir das Teil dann aufklappen und brauchen nicht so viel Platz. Sehr smart Design, finde ich. Die haben das aber ganz toll designt, weil das ist super platzsparend dadurch. Und vor allen Dingen bei der Montage, das ist ja pipi einfach. Wir müssen nur hier etwas anschrauben und dann können wir den Rest klappen und haben Freunde dran. Kompletter Rahmen aus Holz, fühlt sich sehr schön an, schaut sich sehr schön an und natürlich durch den Wasserwiderstand der Paddles da drinnen mit dem Wasserwiderstand super zu rudern. Durch die Lagerung des Sitzes mit schönen Kugellagern, ganz ruhig in der Verwendung und formschönes Rudern. Fast wie auf dem Ruderer, auf dem Wasser selber. Das simuliert das so gut, dass man fast so wie auf einem echten Ruder, auf dem Ruderboot unterwegs ist. Da können die anderen mit Magnetwiderstand, was gibt es noch, mit Springwiderstand nicht mithalten. Das Sinnvollste im Workout ist so ein Wasserwiderstandsrudergerät wie dieses hier. Ihr seht, es kommt super zu euch nach Hause. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun.